Hi. Noch ein Zwerg. Bist du wieder auf? Ja. Ui, da sind 5 Tech-Zwerge. Nein, nein, du hast nur mich gefunden. Die anderen hast du nie gesehen, okay? Aber da sind sie doch. Oder nicht? Sie sind eindeutig da. Na schön, die sind da, aber wenn euer Chef euch fragt, habt ihr sie nicht gesehen, okay? Ich bin sicher, er will keinen Besuch vom großen Zwerg. Verstanden? Eh. Ha. Okay. So. Müsste es aber noch welche geben, oder? Also Was noch eine sagt denn? Dimension, glaube Ja, ich. hier unten. Ja, und nächstes die Märchen. Hier. Dimension. Ah, Mittelmärchen. Wir können aber auch erstmal gucken, ob wir jetzt hier wieder weiterkommen. Ich glaube nicht. Also wir haben immer noch Level 3. Fahrt Level 4 brauchten wir. What? Ich habe das Gefühl, die haben ein Teleporter-Problem in diesem Spiel. Hä? Was mache ich falsch? Oder sind wir da nicht, haben wir da nicht genug Fahrtlevel für, um überhaupt reinzugehen? Und dann dürften wir. Guck mal, wir sind drin. Das Spiel ist einfach sehr verbuggt, was Teleporter angeht. Ah! Seid gegrüßt, Möbelpacker. Ich bin der Zaubererboss. Heißt du Zaubererboss, weil du einen Zauberhut trägst? Nein, nun ja. Psst. Du ruinierst meine Vorstellung. Können wir das Ei da kaputt machen? Okay, tut mir leid. Stimmt. Das hier ist Mittelmärchingen, wo all eure wildesten Fantasien innerhalb unserer jugendfreien Welt zum Leben erwachen. Meine ultimative Fantasie sind Umzüge. Du sagtest, du wolltest einmal mit Elfen Minigolf spielen. Aber es gibt nur noch ca. 911 Elfen in ganz Sirolan. Oh ja, das wäre auch ziemlich cool. Die letzte Schlacht. Konzentriert euch, Möbelpacker. Wenn ihr mir hier mit ein paar reibungslosen Umzügen helft, dann helfe ich euch, die Tech-Zwerge zu finden, damit ihr das Portal reparieren könnt. Ich habe eine Umzugskiste entdeckt. Eine Charakter-Umzugskiste. Da oben. Ja. Was ist mit den Basketball-Elfen? Sie spielen kein Basketball. Sie stehen auf MMA. Und jetzt bewegt euch. Das ist der letzte Umzug der Elfen? Ich frag mich, ob es hier wohl irgendwas gibt. Drachen wie die Band Imagine. Nein, die Rechtsabteilung hat uns gesagt, das dürfen wir nicht. Was auch immer wir nicht dürfen, ich habe nicht mitgelesen. Imagine Dragons oder so. Imagine Drachi, der Derp. Können wir das Ei kaputt machen? Können wir das Ei kaputt machen? Ja, bitte. Barnys Frage ist sehr berechtigt. Oh. Es ist ein Spiegelei drin. Spiegelei. Wow. Wo war die Kiste jetzt? Kommen wir nicht hin. Ist doch egal, machen wir erstmal jetzt da unten. Nee, die ist da oben. Alter, das ist einfach Spielzeug aufgezogen. Wie cool. Zwei LKW. Bonk, bonk. Okay. Schildkröti. Ja, die ist voll süß. Ja? Geht's los? Ach, seht ihr das gar nicht, den Ladebildschirm? Also den Ladebalken? Nee. Nein. Nee. Um die. Also und steht die ganze Zeit wieder. Hallo? Nein, wenn ich auf das A drücke, ja. Dann geht das quasi einmal komplett ums A rum. Und dann macht das so ein Geräusch. Und ich habe das so und habe ich wieder weggelassen und das ging immer hin und her und hin und her. Ich dachte, ihr seht das Nein. auch. Bei uns ist einfach nichts passiert. Deswegen dauert das immer. Das ist bei den Kisten auch, ja. Dieser erste Auftrag ist in einen Turm, der unserem mächtigsten Zauberer gehört, nicht mir. Es ist seine persönliche Bibliothek-Männerhöhle. Er hat ein ziemlich großes Glas Molchaugen verschüttet und bekommt den Geruch einfach nicht mehr raus. Deshalb zieht er in eine nette kleine Wohnung mit 3 Schlafzimmern die Straße rauf. Nein, nicht einziehen. Ich hoffe, wir müssen nur hier rausziehen und nicht die 3 Straßen weiter einziehen. Allein hier,
Allein die Futterrechnung für diesen Graben muss enorm sein. Schildkröten hören nie auf zu fressen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Stein in Diamanten verwandeln kann. Wenn wir das also richtig machen, könnten wir groß absahnen. Wenn er ein echter Zauberer ist, kann er seine Sachen dann nicht einfach in seine neue Wohnung zaubern? Wenn da jemand drauf kommt, kriegen wir in dieser Dimension keine Arbeit mehr. Welcher Vollidiot hat eigentlich dieses riesige Teil an den Eingang des LKWs gestellt? Ach, weißt du. Eine Maus im Wasserfall. Guck das mal da sieht oben. Hässlich aus. Mach mal auf den Schildkröten irgendwie. Ach, tatsächlich. Ach, kann wie cool. Auf den Schildkröten reiten oder so? Das sind bestimmt Trampoline. Erstmal das. Ah, da ist ein Knopf. Okay, Dächer weg ist schon mal nice. Gut. Ich nehme den Zauberwürfel, ein D20. Oh, ein Glückstotem. Kann ich hier wieder draufdrücken? Passiert da irgendwas, oder? Nee, okay. Was ist das damit? Ja, wir sollten uns einigen, in welche Richtung wir gehen. Nur im Uhrzeigersinn. Coolen Fiolenschrank. Ha. Ach, was muss denn mit das da? Nur im Uhrzeigersinn. Oh, mach ich doch. Vogel. Der ist doch im Uhrzeigersinn. Haben wir jemand? Ja, gut, passt. Danke. Das ist schwerer, bitte, als es aussieht. Komm her. Das wäre zu einfach. Geil, Mann, Juwelenkommode. Ich hab eine Schildkröte. Ubi du, wo bringt ihr mich hin? Hä? Schildkröte. Schildkröte. Ach, mit der Mitte drehen sich auch die anderen Dinger. Schildkröte. Ah. Ich verstehe nicht so ganz, was mir die Schildkröte bringt. Aber eine Abkürzung vielleicht. Okay. Danke. Gerne. Boah, eine Kanone. Cool. Dreht mal jemand die Mitte, damit ich hier runterkomme. Wo bist du? Da. Ich bin rechts oben. Ich würde gerne zu euch mit diesem schweren Gargoyle hier. Oh, das ist keine Kanone, sondern ein Teleskop. Ups. Oder was auch immer das ist. Kann man bitte mit. Ah! Danke. ich stelle es einfach hier. Ach, das ist einfach hier liegen. Das wird schon irgendjemand einräumen dann. Das wird schon. Brauchst du Hilfe? Ein wenig. Danke. Was fehlt denn noch? Hier fehlt noch ganz viel Kram. Dreh mal, dreh mal, dreh mal. Okay. Haben wir das überhaupt? Ja. Leute! Okay, bitteschön. Ne, drehen. Komm nicht dran. Gut. Wir müssen auch mal weiter drehen, damit ich hier unten auf die untere Seite noch komme. Warte! Okay, jetzt. Dreht, dreht, dreht. Weiter, 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 weiter. Ich wie in einem Hamsterrad, Alter. Ja, ich mach das super. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Stopp, stopp, stopp. Okay. Moment. Hier ist eins. Hier ist zwei. Ah! Okay, alles gut. Ach so, passt der Schuh nicht zerquetscht. Kirschi, hol mal den Stuhl, bevor der stirbt. Oder das Ding da. Doch, nicht, dass der eingequetscht wird. Okay, alles gut. Wo bin ich? Ach, da. Wir haben ihn. Alles. Ja. Weißt du? Total radikal. Cool. Kein Aufwand. Ich bin zwar kein Zauberer, aber das war ziemlich magisch. Wir müssen echt ein paar Zaubersprüche lernen. Ja, als hätte man 11 Hände, die dabei helfen, Tonnen von Sachen zu bewegen. Expecto Umzug! Warum 11?
10 zum Umziehen und eine, um meine Tasse Tee zu halten. Und ich dachte schon, ich will was anderes sagen. Dann könnten wir die Zweierteile alleine schleppen. Wow, sogar 5 Stück auf einmal. Oh, erst die Gargoyle, okay. Aktiviere alle Schildkröten auf einmal. Na gut, aber die Achievements klang machbar. Ja. Aktivieren ist einfach nur drauf stehen? Ja. Ja, das ist ja wirklich easy. Noch 2 Erfolge, dann haben wir Rang 4. Woohoo. Der Zauberer, dem diese Bibliothek gehört, hat versucht, sie zu sortieren und dabei den falschen Zauber verwendet. Hm. Er hätte doch einfach das Dewey-Dezimalsystem verwenden können. Was auch immer das heißt. Hätte er, aber Zauberer haben das metrische System noch nicht übernommen. Helft ihm beim Umzug, dann wirft er uns vielleicht ein paar Dublonen zu. 2 Golddublonen! Plastik! Oh. Ich wünschte, ich hätte ein Zauberbuch. Du hast eines, es heißt Wörterbuch. Der Boden ist hübsch. Müssen wir einfach nur alles da drauf tun und dann spält es runter, dann ist gut. Glaube schon, wie dem einen Space Level damals. Ich habe hier einen sehr schweren Spiegel. Ich weiß schon wieder nicht, was mit muss, das da. Geht das alleine? Scheinbar nicht. Ja, das geht alleine. Ach, das schiebt es durch. Ich bin nicht am Buch vorbei. Fand ich einfach mit. Wundervoll. Ah, hier gehen auch die Türen irgendwann zu. Oh, Junge. Na. Oh. Jetzt geht die Tür hier auf. Ich verstehe. Wo sind denn hier noch Türen? Na toll. Ich versuche einfach mal ein paar Dinge schon in den, in die Türen. Ah, das wäre auf die offene Tür zugefahren. Jetzt haben wir es nicht geschafft. In den, quasi in den mittleren Ring schon mal zu legen. Und dann kann es irgendjemand von hier innen holen. Wenn es nicht, oh, in der Tür zerquetscht wird, ja. Okay. Nee, das können wir zu zweit machen. Lass uns das mal zu zweit machen. Wenn es wieder aufgeht. Wir können einfach die nächste Tür unten nehmen. Nein. Ja, die geht bestimmt gleich nicht auf. Nein! Ja, gut, 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 gut. Nein! Tür! Oh. Elik, wir stellen uns gerade so dumm an. Der Tisch ist aber auch genauso breit wie dieses blöde Buch. Ja. Oder wie die Lücke von dem Buch. Schön. Help! Wir haben noch 2 Teile, ja. Chef Kirschi mal. Ja, ich schaff das schon. Bye. Pass auf, dass nicht zerquetscht wird. Alter. Wie auch immer. Nimm ich komme nie wieder rein. Hilfe! Weißt du, dass Kochbücher eigentlich Zauberbücher sind? Besonders die, für die man einen Zauberstabmixer braucht.
Und Holzlöffel sind nur Zauberstäbe mit einem Löffel am Ende? Abracadabra! Macaroni mit Käse! Ich hab Lust auf Overcooked. Sehr gut. Da war eine Schlange. Da war eine Stilkiste. Ich wusste, du würdest es schaffen. Wir haben noch nie gesehen, dass jemand so schnell durch die Fallstufen aufsteigt. Ein Baum! Boom. Wegen einer Fehlfunktion des Zauberstabs öffnen sich die Türen in dieser Eichhörnchenherberge hier nur in eine Richtung. Oh. Nein. Wie konnte der Zauberstab versagen? Ja, würde ich gern wissen. Die Hexe, der er gehörte, hatte ihn in der Tasche und er zerbrach, als sie sich in den Bus setzte. Erledige ich diesen Umzug, bevor sie ihn gegen uns verwendet. Okay. Er kratzt sich am Hintern. Alter. Dieses Gebäude würde die Brandschutzvorschriften von Packheim nicht erfüllen. Warte, Packmore nicht erfüllen. Wegen der Einbahntüren? Oh. Nein, weil es kein Dach hat. Oh. Rudi. Dieses Nüsse-Zauberbuch. Also die Türen machen mich jetzt schon verrückt. Ja. Ja, dafür, dass es Eichhörnchen sind, haben die ganz schön fetten Braten. Wo ist der Weg? Da nicht. Was muss denn alles Ich hätte schon Aggressionen. Ah, da geht's nicht lang. Doch, da kannst du. Ich muss nur auf dem Schalter stehen. Okay. Oh, wo ist der? Ach, da. Fängt schon mal gut an. Leg den Truthahn einfach mal auf den Boden, ist okay, ne? So, wo geht's hier lang? Ah, okay, also wenn da so ein Holzding ist, kommt man durch. Okay. Das letzte? In der Ecke schon, ja. Okay. So, hier. Das muss dann noch. Da müssen wir da oben rum einfach. Aua. Entschuldigung, das Buch hier muss noch mit. Hilfst du mir? Ja. Oben. Ach, ist kürzer? Okay. Also, keine Ahnung, was ist der Weg, den ich kenne? Ah! Ne, was? Drehen, so. Gerade. Oh mein Gott. Karte konnte! Ja, sorry. Warte. Ja, okay. Und? Ja. Das ist echt gefährlich hier mit den Türen. Oh, warte. Ja, doch, hier. Ja. Okay. So, was noch? In dem Raum in der Mitte ist ganz viel. Da habe ich auch schon ein bisschen was hingelegt. Nimm's nach oben, ne? Mhm. Ah, nee, da lang, genau. Ist da ohne irgendwas? Den Fehler habe ich eben schon mal gemacht, deswegen. Genau. An die Wand weggeht. Ja. Ja, okay, perfekt. Ach, diese dummen Türen. Ja, alles gut. Ich tue jetzt alles so irgendwie in den nächsten Raum oder so. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Haben wir denn noch? Okay.
Also hier ist gerade ganz viel, was raus muss in dem Raum. Ach, da kommt man ja gar nicht rein. Ich fühle mich ein wenig wie... Wie bist du da drüber gesprungen? Wie bei Takeshis Castle mit dem Labyrinth mit den falschen Türen. Ja. So, was ist eigentlich noch der ganze Kram hier? Das eine Sofa steht nicht gut. Muss es mit? Nee. Hm. Der Tisch muss auch nicht mitkommen. Nein. Warte. Ich will hier nicht. Ich will nicht raus. Ich will das nur schon mal da hinlegen. Muss der Sessel mit? Das klappt doch auch nicht immer. Ich kann hier mashen, wie ich will, und dann dauert es ewig, bis es blinkt. Okay. Das hier muss noch mit. Bei mir kommt ein Icon oben drüber. Mir kommt kein Icon. Bei mir leuchtet es einmal kurz auf. Genau. Okay. Nein, ich hätte auch gerne ein Icon drüber. Bei mir blinkt es einfach durchgehend. Ja, und wenn ich die Taste drücke, genau. Was? Dann ploppt überall, dann siehst du ja auch, ob du eine oder zwei Leute. Das sehe ich nie. Das ist ja die Kacke. Ich habe das Gefühl, wir haben Vanni was Neues erzählt. Du musst einmal kurz draufdrücken, dann wird's markiert und dann verschwindest du nach 2 Sekunden wieder. Das du kannst aber auch die ganze Zeit mashen. Das ist aber die Taste, wo ich auch zum Schlagen benutze, oder? Nein. Ja, bei mir ist nämlich oben, bei mir ist oben die Taste zum Schlagen. Ihr sagt immer oben. Dann ist es bei dir links. Oh, diese Steuerung macht mich irre. Okay. Ja, das erklärt einiges. Wir sind nicht mehr in Packheim. More. No more. No more in Packmore. Richtig. Ich weiß, wir sind in einer zunehmend seltsamen Fantasiewelt. Fantasy More. Das meinte ich, ich habe nur diesen einen Film zitiert. Aber mit Packmore. Du weißt schon, um die Spannung aufzulockern. Okay, jetzt müssen wir noch ein Level spielen. Ich muss die Tasten testen. Tasten testen. Gerne. Hä? Oh nee. Ist da nicht die krasse Schiebetür? Es gab eine gut. Ja, die mit dem Schalter. Die habe ich benutzt. Ja, ich auch. Dann gab es auch eine andere. Die alle benutzen. Ich habe bestimmt bei den Eicheln oben. Ja. Sehr gut, das heißt, wir sind aufgestiegen, oder? Oder waren wir vorhin schon aufgestiegen? Der ist bestimmt wichtig. Oh, noch ein Zwerg. Kannst du uns dieses Mal bitte helfen? Wir müssen dieses Portal echt reparieren. Lasst mich den Computer überprüfen. Was sagt er? Der Computer sagt Zwerg. Zwerg? Ja, dieser Zwerg kann euch nicht helfen. Ich glaube, die denken sich diese Regeln einfach aus. Und ab. Denke ich auch. Okay, ein Level schaffen wir noch. Jetzt kann Vanni endlich testen, wie man Items sieht, und plötzlich ist ein völlig neues Spielerlebnis. Jetzt kriegen wir gleich 5 Sternsplitter. Tada! Der Zauberer, von dem wir den nächsten Auftrag in der Juwelenmine haben, macht Urlaub auf Hawaii. Und niemand kennt den Zauber, um die Züge anzuhalten.
Nun ja, die Fische, von denen die Züge gezogen werden. Ihr müsst die Sachen bewegen, von einem Zug zum nächsten. Das heißt, wir müssen die zweite als zweit schleppen, Leute. Was hat es mit den magischen Leuten und Zügen auf sich? Ja, haben die denn keine fliegenden Besen? Ganz genau. Wenn man schnell unterwegs ist, dann fegt man nur so durch die Luft. Verstehst du? Fegt. Be careful for you. Ich verstehe noch nicht ganz, was irgendwie... Ah, man muss die in den richtigen LKW packen. Hier ist eine Kiste, hab ich gut gemacht, ne? Ja, hast du gut gemacht. Aber im Lächeln muss die. Kann mir jemand helfen? Hier ist ein Muster, da und da und da. Diamanten nach dort oben, Kisten nach unten rechts. Ja, genau. Vielleicht sollten wir erstmal die Züge leer räumen. Manche müssen wir auch werfen. Hä? Huh? Manche Sachen müssen wir auch oben werfen. Erstmal müssen wir den Scheiß rausräumen. Ja, ist auch mein Gedanke. Ah, jetzt sehe ich auch die Symbole. Okay. Mhm. Ah, mit links. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist doch viel einfacher, oder? Ja, das ist crazy. Gott, ist das scheiße. Das haben wir gut hingekriegt. Ja, echt. Okay, wir müssen noch früher werfen. Okay, Elik, wir sollten mal zusammenarbeiten, bitte. Ja, ich wollte erst den Diamanten noch aus der letzten. Okay. Und dann räumen wir den Scheiß jetzt nämlich da rein. Okay. Scheiße. Und die... Ins erste direkt? Ja. Okay. Machen wir den auch noch, komm. Ins zweite? Ja. Rüber. Okay, so, jetzt müssen wir das hier unten erstmal ausräumen. Ja. Hoch. Weil das sind nämlich die ganzen... Ja, die ganzen Fackeln, die noch Laternen mal oben müssen. Was? Ja. Ja, ja, ja. Okay, komm, dann kriegen wir noch eine. Ah! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie nicht. Hä? Na gut. Wo muss eigentlich die Kiste hin? Müssen wir die Kiste zerhauen? Die Kiste muss... Na gut, nach unten. Aber wir müssen ja unten erstmal die Fackeln rausräumen. Also ich meine diese... Deko-Kiste. Die Charakterkiste, die würde ich einfach in irgendeins reinpacken. Okay. Ist das Ding leer? Naja, aber wir können schon mal anfangen, die Schatzkisten reinzuräumen als erste. Im letzten ist noch Zeug drin hier. Ja. Ah, shit. Okay, im letzten ist noch ein Diamant. Aber passt schon. Den können wir jetzt gleich rausholen. Laternen müssen oben rein, sehe ich gerade. Ja. Also, rechts, aber ja. Und die muss man auch zu zweit machen, die Laternen. Mhm. Tschüss. Ciao. Das hat richtig gut geklappt. Gut. Ah, da, 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 da. Oh nein! Komm schon, Alter! Oh, vor allem ist sie wahrscheinlich wieder sonst wo gespawnt, oder? Oder ist sie wieder in der Mitte gespawnt? Nö, nee, die ist direkt wieder in der Mitte gespawnt. Na gut, dann ist ja okay. Also den letzten. Nein! Ja. Oh. Ins zweite oder ins dritte Köschi? Ins zweite, ins... Komm, du meinst ins zweite. Okay. Ah, nee, entweder in den letzten oder in den mittleren. In den zweiten. Ah, Platz. Okay. Ja, aber wir haben noch eine. Okay. Das kriegen wir hin. Was fehlt denn noch? Noch eine. Irgendwas ist falsch. Ach, die habe ich nicht gesehen. Ach, oh wow. Im zweiten ist noch Platz. Da ist eine Kiste drin. Ja, das ist die Deko-Kiste. Das ist die Charakterkiste. Geil! Geil! Ich kann nicht glauben, dass wir keinen Sushi-Zugwitz gemacht haben.
Ja, die Autoren müssen gerade im Urlaub sein. Nur ein Level schaffen wir noch. Eine Sekunde, Leute. Ja. Der ist ein Ruf. Nein. Vielen Dank, dass du mich da rausgeholt hast. Da jagt man Regenbögen und Glitzer hinterher und plötzlich ist man in einer Kiste. Aha. In der Mitte hat ein Bleistift das Horn. Ja. Preise hier sind keine Fantasie, also helfen wir heute 4 Freunden dabei, in diese Wohngemeinschaft einzuziehen. Oh nein. Es war ein holpriger Start. Der Barbar hat das Müsli des Zauberers aufgegessen. Und der Bogenschütze hat Löcher in alle Wände geschossen. Sie alle waren sich einig, dass ihr ihren Zug fahren könnt, um den Umzug zu erledigen. Oh ja, Zugzeit. Falls die Druiden fragen, du hast einen Zugführerschein, okay? Wir müssen einziehen. Mit Zügen. Ich mag Züge. Wir dürfen den Zug fahren. Shot, was? Beifahrer. Ah, Shotgun. Gut, danke. Das heißt, ich fahre. Ach ja, was ruft man denn, wenn man selbst fahren will? Dürfte ich bitte die Schlüssel haben? Ich bin ziemlich sicher, dass Züge keine Schlüssel haben. Können wir einfach einziehen? Hab ich gerade mit mir selber einen Dialog geführt? Dürfte ich hier einen Hut haben, Sir? Boah, ist das ätzend. Du meinst wie so ein Weichei? wohin? Oh, Toiletten. Ja, vielleicht nicht da rein, wo es schon voll ist, oder? Ja, ich hätte den letzten Wagen da hinten genommen. Der da noch leer ist. Aber da passt es überhaupt noch rein mit dieser Stange da drin? Hä? Wir müssen ja auch nicht alles auf einmal. Können wir erstmal fahren jetzt, oder? Ja, bitte. Können wir bitte fahren? Ich weiß nicht, warum wir hier so viel übertreten. Ja, wer fährt denn? Wie denn? Wie fährt das Ding denn? Weiß ich. Warte, ich glaube, muss man hier auf dem Grün stehen? Ich stehe jetzt hier vorne, da passiert nichts. Und hier ist so ein Ding. Ah! Ah, wenn ich an diesem Hebel hier irgendwie... Ah, du musst am Hebel ziehen, das ist... Ich verstehe noch nicht ganz... Hi. Hier? Muss hier irgendwas hin? Was wir haben? Dieses hier, dieses Bett hier muss da hin. Guck mal. Ah, hier sind auch Türen, ja doch. Mein Bett muss da hin. Können wir jetzt einfach durchs Fenster schmeißen, bitte? Komm, durchs Fenster schmeißen, einfach. Ja. Bitte. Das ist genau da. Genau da, wo es hin soll. Passt schon. Also das Bett muss noch da. Ne, das muss noch da hinten. Okay, wieder rein. Mein Fehler. Was ist das? Wir haben auch noch eine Bode, sehe ich gerade. Ja, es sind ja 4 verschiedene Leute. Mhm. Ah, ich komme gar nicht in die andere Wohnung rein von hier aus. Ach, oh. Habe ich auch gerade festgestellt. Oh. Wir hätten es am Anfang direkt sortieren müssen, was wohin muss. Ja, hier steht auch ein Sessel komplett falsch, ne? Hm. Das muss auch noch da hinten und das da. Brauchst du Hilfe? Ja, ich komme da nicht durch, der Sessel ist zu fett. Jetzt gib mir den Sessel! Okay. Komm mal, wir nehmen den Thron. Wo ist der Schalter? Fahrt, das ist sowieso ein absolutes Chaos. So, stopp! Was denn? Haben wir was für die Wohnung hier? Aber hatten wir, glaube ich, was. Nicht. Ja. Ah. Köschi kommt nicht rüber. So, das hier ist für die Wohnung. So. Das ist denen egal. War es ein Thron? Ja, ich dachte auch gerade. Frech. Was dachtet ihr? Braucht er kein Sofa? Was ist von jemand anderem? Ich hab das Bett, ich hab das Bett, ich hab das Bett. Ich möchte das durchs Fenster schmeißen. Also, da ist ein Briefkasten im Weg. Und ein Baum. Ach, da kann auch nicht. Dreh, ich hab die Tür zerstört. Einfach. Das ist immer gut. Noch schöner wäre es, den Briefkasten zu zerstören.
Das hat fast funktioniert. Warte. Ach komm schon. Muss irgendwas von den Sachen hier rein? Sofa, warte. Warte, wir stellen uns. Geh mal ein Stück noch weg, ja. Passt, passt. Wundervoll. So, da ist nur eine Toilette. Muss woanders hin. Ach. Kommen wir da drauf? Ja. Okay. Was ist denn das hier? Ah! Oh, ich habe noch eins für da oben. Wir müssen eh noch mal mehrmals rumfahren. Oder ist das Sofa? Das Sofa okay. Ist von da unten. Das muss hier nicht hin. Müssen eins weiter noch. Lass mich mal ganz kurz. Wir müssen eh noch okay, mal. Ja, dann geht. Funktioniert das mit dem Fahren? Ich bin irgendwie zu blöd für. Halten, festhalten. Wie wenn du ein Möbelstück greifst und dann einfach dich bewegen. Und wenn du halt an dem einen Ende bist, fährst du halt in die eine Richtung. Geh weg, steigst du ein? Nee. Ich merk schon. Vanni ist gefangen. Vanni wollte das so. Das weiße Biss will, glaube ich, wieder mitnehmen, oder? Ja. Ach. Das muss wieder mit. Das hä? Ist, werfen. Ist das doch von da oben? Ich bin voll verwirrt. Weil Vanni, willst du das hier mitnehmen? Ich blick nicht mehr durch. Okay, es liegt jetzt dahin. Was mitnehmen, Vanni? Das muss noch da oben. Warum? Ne, aber da komme ich ja gar nicht hin. Man fährt nur in eine Richtung. Okay, ich sehe es. Ja, je nachdem, wo du festhältst. Ja, ich verstehe, okay. Aber man kann laufen. Sorry. Oder wir respawnen einfach. Ja, und sterben, weil wir im fahrenden Zug respawnen. Machen wir es jetzt mit System oder einfach irgendwie rein? Ist was? Kriegen wir alles Mögliche rein, dass wir nicht so viel hin und her müssen? Was ist denn mit dieser Hitbox? Ich weiß es nicht. Diese Fernseher scheinen sehr stressig zu sein. Ah, ich wollte das Ding da aus dem Weg räumen. Das da. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hier. Ach, das sind zwei Leute, trage Gegenstände, die Dinger. Das wusste ich nicht. Was? Die Kühlschränke? Die Fernseher unten. Ja, die Kühlschränke hier sowieso. Hier. Okay. Bye. Könnt ihr mich mehr? Dankeschön. Nein, Vanni! Aha, ihr merkt grad schon. Ich spiele Vanni, Tetris. Okay. Ich fahr jetzt einfach. Hat er da drauf? Ja. Con, so drauf? Ich hab den Kühlschrank in der Hand, nicht das Ding. Was ist der denn? Hier muss. Die brauchen noch einen Fernseher. Und noch einen Kühlschrank. Noch ein Stück bitte für den Fernseher. Oh. Warte. Na, oh, nimm doch das Ding. Alter! Conning, guck mal. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, es ist nicht so einfach. Okay. Jo. So, ein Fernseher und ein Kühlschrank. Wo sind die Kühlschränke? Ach, das hier, ne? Ja, aber ja, ich bin nicht sicher, ob man nicht doch den richtigen immer braucht. Das ist wahrscheinlich eins von den Dingen. Ich denke, oder? Es ist fast egal. Aber es kann sein, dass es nur ein Achievement ist. Wir brauchen das übrigens noch und das liegt im nächsten Raum. Oh nein. Ja, okay. Warum? Oh, stopp mal, hier liegen noch mehr Sachen, die hier nicht hingehören. Sind die schon von Anfang an da drin gewesen? Ja, ja. Nee, aber das lag hier nur falsch, oder? Weil das leuchtet muss nach, das muss nach rechts unten. Ja. Was? Ja. Das muss noch rechts unten. Ja. Das ist unten rechts. Das muss in die andere Wohnung. Ja, das muss grün sein. Ja, klar. Okay, dann sollten wir vielleicht auch gucken, dass wir die Sachen direkt mit rausnehmen. Ja. Okay. Haben wir noch irgendwas, was hier drin liegt? Was? Nein, glaub nicht. Nee, erst in der nächsten Wohnung. Einsteigen. Weiter geht's. Hast du das denn, Con? Ja, ich hab's in der Hand. Ich halt's einfach fest. Fahr. Ja, wenn ich nicht wieder mit dem Kühlschrank knuddel. Ewig. Gewagt. Es hängt fest. Es hängt einfach fest. Nee, es hängt in der Ecke fest. Du musst noch Mühe fahren, bitte. Danke. So, war das jetzt hier oder war so, das was ganz ist denn unten? Mit, ich habe keine Ahnung, ob wir diesen Kühlschrank brauchen. Ganz unten, glaube ich. Bett ist ganz drin. Unten. Okay. Was fehlt hier denn? Ja. Ist es ein Sofa, was hier fehlt? Können wir einmal noch mal kurz hochfahren, damit wir das oben beenden können? Du meinst, warte, in welche Richtung? Nach links? Moment, das... Ich fahr mal kurz, ja? Ja. Warte. Die Jungs machen mich gerade wahnsinnig mit diesem Briefkasten. Okay.
Achtung, Achtung, Achtung. Einfach platsch. Okay, passt schon. So. Gehört das Teleskop hier rein? Nee, ne? Ich hab keine Ahnung, wo es hingehört. Ah, nee, da rechts hin. Nächste Wohnung. Wo kommt denn diese Kanone noch hin? Teleskop, warte mal, reden wir vom gleichen? Das hier. Das ist eine Kanone, oder? Oder was ist das? Boah. Kann ich mal rumziehen wieder? Ach, das muss hier auch hin, oder? Fass nochmal an, bitte. Das Teleskop-Ding. Ja, hab ich. Elik? Der Elik hat da so ein Ding bei sich drin, oder? Nee, das ist gehört nach unten. Nee, das ist unten, ja. Das ist unten. Holly, das wird umgekippt. Ins zweite rein. Also ins dritte meine ich. Nicht am Briefkasten. Okay, geht. Gut. Fahren. Halt das Ding fest. Con, es ist rausgefallen. Oh, Junge. Ja, ich hab's in der Hand. Einfach. Das ist wunderschön. Ah, die Team. Guck mal, da muss es sogar hin. Stopp. Okay. Ein Bett. Ja. Gut. Nehmen wir das. Scheiß drauf. Muss man das werfen? Ja. Okay. Hier muss noch ein Kühlschrank rein. Ja, hab einen. Was sind die denn? Ah, nein, Cashi, pass auf. Entschuldigung, pass auf. Ja, ich wollte den Kühlschrank ja, rein. Ich weiß. Deswegen hab ich gesagt, pass auf. I'm sorry. Dann müsst ihr wahrscheinlich. Geht er durch die Tür? Ja. Wenn sich dumm anstellen, dann ja. Okay. Okay. Cashi, komm. Fahren. Früher waren es die Kommoden. Schmeißt jemand das Bett mit mir hier durchs Fenster? Danke. Flop. Vanin, kannst du mir den Kühlschrank durch das Fenster werfen? Oder? Ich will erstmal. Ja. Ich kann alles. Okay, dann macht Vanin die Kühlschrank. Hui! Vom Kühlschrank erschlagen. So. Wir haben jetzt hier aber nur noch drei Teile. Ja, da oben muss auch noch irgendwas Zeit. Hin. Was hier ist, oben ist kommt noch da? Eins rein. Ja, hier, ich hab noch ein Klo. Da ist noch ein Klo, ja. Ich hab schon. Und das eine da, das muss noch oben hin. Wir haben Einsteigen. Noch zwei Sachen. Eine Kiste. Ich hab Einsteigen. Die Kiste. Ja, geht ihr. Ja, okay. Ich mach hier die Mikrowelle noch hin, okay. Ein Dings noch, habt ihr das? Wisst ihr wohin? Ja, das ist da oben. Okay, ja, bye! Ah ja, da. Das war richtig schlecht. Wir haben zusammen eine Waage getragen. Ich glaube wirklich, dass ich Lokführer werden könnte. Wir waren ausbalanciert. Aber die dürften keine schweren Dinge heben, oder? Was ist mit dem Einschlagen von Fenstern? Nein, die Passagiere brauchen die Fenster. Ich glaube wirklich nicht, dass ich Lokführer werden könnte. True that. Wow, war das schlecht. Nimm die Flamingos mit auf einen Spritz zu unserem Balkon, stimme die Betten auf das Zimmer ab, fahre nur im Uhrzeigersinn. Dann nur die Betten, okay. Ja, dann ist ja... Ja, das ist ja okay. Also das, Einzige, das waren noch die einzigen mit Symbolen, tatsächlich. Okay. Gut, dann schauen wir beim nächsten Mal, wo es weitergeht. Stopp, vielleicht kommt noch Story. Nein! Nope. Oder auch nicht. Auf Wiese gehen! Bye! Ja, bye!